Schluss mit Gender Studies in Bulgarien und Ungarn. Ende Juli 2018 hatte das Verfassungsgericht von Bulgarien festgestellt, dass die 2011 vom Europarat verabschiedete Istanbul Convention gegen die bulgarische Verfassung verstößt. Auf diese Konvention beruft sich die Gender-Ideologie mit ihrer wissenschaftlich nicht haltbaren Annahme, dass die Geschlechterverteilung Mann und Frau nicht biologisch begründet sei, sondern sich vielmehr erst durch die sozialen Rollen entwickelt hat. Da dadurch die biologische Grenze zwischen Mann und Frau relativiert wird, beurteilte das bulgarische Verfassungsgericht die Istanbul Convention als verfassungswidrig. Infolge davon entschied die Regierung Bulgariens, das Studienfach Gender Studies an den Universitäten abzuschaffen. In gleicher Weise hatte zuvor auch schon Ungarn dieses Studienfach von seinen Universitäten verbannt. Für die Regierung von Ungarn ist die Gender-Ideologie ein Angriff auf die traditionelle Rollenverteilung und bedroht die Fundamente der christlichen Familien. Offensichtlich gibt es noch Richter und Regierungen, welche die in ihrer Verfassung verankerten Werte gegen die Einflüsse von außen schützen und bewahren. Bravo, Bulgarien und Ungarn! Seien Sie herzlich gegrüßt zu Klagemauer TV. Ein norwegischer Komiker zerlegt die Genderforschung. Der Komiker Harald Eier hat im Frühjahr 2011 im staatlichen Fernsehen die Sendereihe Gehirnwäsche ausgestrahlt. Darin wurden Interviews mit bekannten Wissenschaftlern zu den Themen Geschlechterrolle, sexuelle Orientierung, Gewalt, Rasse und Erziehung veröffentlicht. Diese Aussagen hat er den Behauptungen der Gendertheorie gegenübergestellt. Die Öffentlichkeit war schockiert und die Wissenschaft entsetzt. Die Bevölkerung kam zu der Erkenntnis, dass die Behauptungen, nach denen Mann und Frau gleich seien und alle Unterschiede ihre Ursache in gesellschaftlicher Prägung hätten, nicht mit den klassischen Wissenschaften wie Biologie, Anthropologie und so weiter übereinstimmten. Am 31.12.2011 wurde daraufhin das Nordic Gender Institut geschlossen, das über ein jährliches Budget von 56 Millionen Euro verfügte. Wenn dem Volk Stimme und Gegenstimme gegenübergestellt werden, ist es sehr wohl in der Lage, die entsprechenden Schlüsse daraus zu ziehen. Jetzt möchte ich die erste Referentin einführen. Ich möchte kurz sagen, was das Thema betrifft, über was sie sprechen wird. Es ist so, es sollen, so habe ich es jetzt gehört, war mir ziemlich neu, es sollen scheinbar Gesetze im Aufbau sein, die ganz neu definieren, was jeder Mann unter einem gesunden Menschenverstand künftig zu verstehen hat. Also der gesunde Menschenverstand soll scheinbar neu definiert werden per Gesetz. Und dann haben wir gehört, wer sich diesem neuen Weltbild, also dem gesunden Menschenverstand, widersetzt, müsse mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen. Um jetzt das auf das Thema zu leiten, bislang galt es als normal, als gesunder Menschenverstand, dass eine Frau ist, ein Mann ein Mann. Dass Männlein und Weiblein zusammengehören, das galt bisher über Jahrtausende als gesunder Menschenverstand. Nun künftig soll aber nur noch der Genderismus als gesunder Menschenverstand akzeptiert werden. Was ist denn Genderismus? Habe ich da irgendeinen Fensterplatz gehabt in der Schule? Oder habe ich zu lange nicht mehr ferngeschaut? Was ist Genderismus? Wer hat von euch schon mal Genderismus gehört? Darf ich mal die Hände sehen? Das sind aber sehr wenige Hände, wir sind hier sicher 1500 oder mehr Leute. Das sind nur einige wenige Leute, seht ihr? Wie ist das also möglich, ich sage mal, wenn das wahr ist, dass hier Gesetze in Bearbeitung sind, die sagen, Genderismus ist das Einzige, was gesunder Menschenverstand ausmacht. Und wer nicht dem Genderismus sklavt, sich dem nicht unterwirft, wird zum Straftäter. Dann hast du als Souverän, habe ich als Souverän, doch das Recht bzw. die Pflicht, darüber mehr zu wissen. Verstehst du? Da muss doch aufgeklärt werden. Warum lese ich darüber nichts in der Tagespresse? Dass ich hier bedroht werde. Was ist denn jetzt Genderismus? Was das ist,
Darüber möchte jetzt unsere Referentin, ich bitte Sie schon mal nach oben zu kommen, möchte unsere Referentin, Frau Inge Türkauf, sprechen. Da drüben geht es zur Treppe, richtig. Frau Türkauf ist die Witwe des 1993 verstorbenen Naturwissenschaftlers und Schriftstellers Max Türkauf. Ich kenne ihn persönlich nicht, ich kenne auch Frau Türkauf nicht. Ich weiß nur, dass Frau Türkauf Schauspielerin ist von Berufs- oder Schauspielerin ist und Autorin von Theaterstücken. Und nebst dieser Ausübung der schauspielerischen Berufes hat sie rege Vortragstätigkeiten über zeitkritische Themen, außerdem Publikationen in verschiedenen Zeitschriften. Also sie ist eine Frau, die sich für Wahrheiten einsetzt, die offenbar nicht ganz beliebt sind. Herzlich willkommen, Frau Türkauf. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und ich bedanke mich beim Herrn Sasek für die Einführung und für die informativen Worte zu dieser heutigen Tagung. Von der biologischen Revolution zur Diktatur des Genderismus, so steht es im Programm dieser Veranstaltung. Ich danke, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, im Rahmen Ihrer Antizensurkonferenz über ein Thema sprechen zu dürfen, das für die meisten unter Ihnen wahrscheinlich völlig fremd ist. Und die Umsprache und hat das ja gezeigt, dass sich sehr wenige noch informieren konnten. Im Laufe dieses Vortrags aber werden Sie erkennen, wie sehr diese Diktatur als neue Ideologie schon tief in unser Leben eingegriffen hat, wie sehr wir schon mit der Diktatur des Genderismus besetzt sind. Der Genderismus ist ein Projekt, das klammheimlich sich in den letzten Jahren nicht nur in unsere Gesellschaft, sondern auch in die Politik eingeschleust hat, und zwar weltweit, ohne dass sich die Bevölkerung der einzelnen Länder überhaupt darüber bewusst werden konnte. Denn hier hat eine Medienzensur großen Stils stattgefunden. Sie findet immer noch statt. Die Tatsache, dass Gender oder Gender Mainstreaming, so die Fachausdrücke dieser Ideologie, die Tatsache also, dass Gender sogar ein politisches Programm ist, haben meiner Erfahrung nach noch nicht einmal Politiker verstanden. Was ist Gender? Gender drückt im Englischen die Unterscheidung des grammatikalischen Geschlechts aus, das im Deutschen durch die Artikel der, die, das zum Ausdruck gebracht wird. Gender bedeutet im Englischen also das soziale Geschlecht im Gegensatz zum Begriff Sex als das biologische Geschlecht. Daher war es für viele Teilnehmer irritierend, als bei der 4. UN-Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking plötzlich von Gender in Bezug auf Sex gesprochen wurde. Die allgemeine Annahme war zunächst, dass dieser seit einigen Jahren in der UNO sowie in der einschlägigen Literatur zirkulierende Begriff eine vornehmere Ausdrucksweise für Sex sei. Die Frauen der sogenannten Dritten Welt hatten noch eine ganz natürliche Scham in Bezug auf gewisse Ausdrucksweisen und waren für den vermeintlichen, eleganteren Begriff Gender dankbar. Aber im Laufe der Debatte hat es sich gezeigt, dass Gender eine neue Weltanschauung beinhaltet, die alle Unterschiede zwischen den Geschlechtern relativieren will. Das heißt, sie nicht als naturgegeben, sondern als gesellschaftsbedingt versteht. Der Begriff Gender unterstellt, dass jede sexuelle Orientierung, also heterosexuell, homosexuell, lesbisch, bisexuell und transsexuell, gleichwertig ist und gesellschaftliche Akzeptanz beanspruchen kann, ja sogar muss. Mit anderen Worten, jeder Mensch soll sein Geschlecht selbst wählen können. Er soll selbst bestimmen, ob er Mann oder Frau sein will oder beides zusammen oder das, was immer gerade seinem augenblicklichen Empfinden entspricht. Und niemand darf sich dieser freien Entscheidung entgegensetzen, denn das wäre eine Diskriminierung.
Dieser Wandel von Geschlecht zielt auf das sensibelste Empfinden des Menschen, auf die Sexualität. Und als Zielgruppe dieses Wandels wurde die Frau ins Visier genommen. Hinter allem steht der Gedanke, die Frau von jeglichen angeblich naturgegebenen Verhaltensweisen zu befreien, weil der Mensch nicht durch natürliche Anlagen festgelegt sei, sondern durch das, was die Gesellschaft aus ihm macht. Frei nach dem oft zitierten Satz von Simone de Beauvoir, die 1947 in ihrem Buch »Das andere Geschlecht«, das als eine Bibel des Feminismus bezeichnet werden kann, geschrieben hat, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird dazu gemacht. Dieser Satz ist in seiner Absurdität kaum zu übertreffen und jeden gesunden Menschenverstand zuwiderlaufend. Aber dieser Satz hat Weltkarriere gemacht und vor allem im radikalen Feminismus konkrete Formen angenommen. Also nicht mehr das biologische Geschlecht. Die Tatsache, dass der Mensch von Gott als Mann oder als Frau geschaffen wurde, ist von Belang. Die Gender-Ideologen reißen jegliche bisher geltende Normen ein und verwerfen die Differenzierung in Mann und Frau als eine Erfindung des heterosexuellen Patriarchats, als ein soziales Konstrukt, da jedes Geschlechterverhalten nicht angeboren, sondern erlernt sei. Was seit Anbeginn der Menschheit als natürlich und normal gegolten hat, die Zuordnung als Mann und Frau, soll nun von gesellschaftlichen Vorstellungen und Bestimmungen abhängen und dies ist nun das für Ehe und Familie Bedrohliche, durch Umerziehung geändert werden, um das zu kreieren, was zum Planziel materialistischer Biologen, Genetiker und Politiker gehört und der feministischen Front gehört und schon seit Jahrzehnten vorbereitet wurde, den neuen, den künstlichen Menschen, der reif gemacht werden soll für die neue Weltordnung, für die neue Welteinheitsreligion. Und die Umerziehung soll schon im Kindergarten beginnen. Außerdem verlangt die Strategie der Genderfeministinnen, dass diese von ihnen geforderten Rechte als Weiterentwicklung der von der UNO geschützten Menschenrechte akzeptiert werden und benutzt die EU und die UNO, um diese Rechte europaweit bzw. weltweit zu forcieren. Der Begriff Gender beinhaltet also ein gewandeltes Verständnis von Geschlecht. Und Mainstreaming ist, so kann man sagen, der Hauptstrom, mit dem dieses neue Menschenbild durch die Gesellschaft getrieben werden soll. Es wurden ganz bewusst auch Begriffe gewählt, die den meisten Menschen unverständlich sind, um ganz gezielt zu verwirren und irrezuführen. Mit welcher Realität wir heute schon konfrontiert sind, möchte ich an einigen Beispielen belegen. Dominik Klenk, Redakteur der deutschen Zeitschrift Sandkorn, berichtet Folgendes. Nach einer Wanderung lagerte er mit Freunden um eine Feuerstelle, als sich zwei Frauen näherten, die über der schon abnehmenden Glut ihre Steaks grillen wollten. Die Freunde äußerten Bedenken, ob das restliche Feuer die ziemlich üppigen Steaks noch durchbraten würden. »Ach, da sollten Sie sich wohl keine Gedanken darüber machen«, meinte eine der Frauen mit einer Handbewegung auf ihre Begleiterin. »Er isst sein Fleisch sowieso am liebsten Medium.« Also Sie haben richtig gehört. In Bezug auf eine Frau wurde von »er« gesprochen. Diese recht irritierende und nicht alltägliche Begebenheit wollte Dominik Klenk zu Hause seiner Frau erzählen. Doch sie konterte ihrerseits mit einer ähnlichen Geschichte. Sie habe den Nachmittag am See verbracht. Nicht weit von ihr hätten sich zwei Männer niedergelassen. Der eine ging schwimmen, während der andere telefonierte. Sie hörte deutlich, wie er ins Handy sprach. »Ja, alles ist prima, wir kommen etwas später. Sie ist nämlich noch im Wasser.« Ist dieses seltsame Zusammentreffen zweier recht verwirrender Erfahrungen zufällig? Ein weiteres Beispiel. In einer Schule in New York hat sich im Jahre 2006
ein Lehrer so sehr mit dem Wesen des Weiblichen identifiziert, dass er sich entschloss, eine Frau zu werden. Er ließ sich umoperieren und erschien in der Schule als Frau gekleidet, mit der Aufforderung, ihn in Zukunft mit Mrs. und keinesfalls mehr mit Mr. anzusprechen. Er würde sich sonst sehr diskriminiert fühlen. Eltern, die ihren Kindern diese transsexuelle Erfahrung ersparen und sie in einer Parallelklasse unterbringen wollten, mussten sich sagen lassen, dass sie damit den ehemaligen Mister diskriminieren würden. Nun eine eigene Erfahrung. Nach dem Umbau des Schweizerischen Bahnhofs in Basel musste ich feststellen, dass es dort nur noch gleichgeschlechtliche Toiletten gab. Also nicht Toiletten, die getrennt waren in Männer und Frauen, wie dies bisher vor allem bei öffentlichen Örtlichkeiten üblich war. Dass dies keine unbeabsichtigte Umstrukturierung bedeutet, zeigt Folgendes. Im Bundesstaat Colorado in den USA wurde durch Gesetz verfügt, dass an öffentlichen Orten nur noch gleichgeschlechtliche Toiletten existieren dürfen. Also in Basel ging das noch ohne Gesetz, nehme ich an. Ja? Und hier wurde ein Gesetz verfügt. Und in Kalifornien hat der dortige Gouverneur Arnold Schwarzenegger im Oktober 2007 ebenfalls ein Gesetz unterzeichnet, das den Jungen erlaubt, in den öffentlichen Schulen die Toilettenräume der Mädchen zu benutzen und die Mädchen jene der Jungen, wenn ihnen danach zumute ist. Sie dürfen keineswegs daran gehindert werden, dies zu tun. Der Präsident der Kampagne für Kinder und Familie kommentiert: Damit hat Arnold Schwarzenegger uns jenen ausgeliefert, die unsere Kinder den alternativen sexuellen Lebensstil aufdrängen wollen. Es ist eine dreiste Attacke gegen die traditionellen Werte der Familie. Aber unter demselben Gesetz, das Schwarzenegger verabschiedet hat, wird außerdem alles ausgeschlossen, was sich gegen Gender richten könnte. Darunter gehören Homosexualität, Bisexualität und andere sexuelle Praktiken sowie das oben geschilderte Wechseln des Geschlechts und damit der Kleider von Mr. zu Mrs. und umgekehrt. Der Fachausdruck dafür heißt Crossdressing. Man hat für alles ein Wort. Ja. Auch wird die Literatur in den Schulen durchforstet, ob sie in irgendeiner Weise diskriminierende Vorgänge beschreibe, wie zum Beispiel die Hochzeit zwischen einem Mann und einer Frau. Wenn man das beschreibt, das ist eine Diskriminierung. Oder die Schilderung der Tatsache, dass der Mensch als Mann und als Frau geboren wird. Auch das ist eine Diskriminierung. Wenn man schildert, dass der Mensch als Mann und als Frau geboren wird und nicht als irgendetwas dazwischen. Und wer sich gegen diese Zensurierung wehrt, ist rassistisch oder sektiererisch. Damit solche Szenarien wie die hier geschilderten, ich könnte noch viele aufzählen, wirksam werden können, bedarf es geistiger Umwälzungen, die Schritt für Schritt das Denken des Menschen meist unbemerkt verändern. Auch Gender Mainstreaming hat seine Geschichte, deren Kenntnis dazu beitragen kann, deren Wesen besser zu erfassen. Die folgenden Ausführungen mögen helfen, die gegenwärtig aufgebrochene Diskussion um eine Entwicklung, die tief in das Wertefundament unserer Gesellschaft eingreift, in einem größeren Zusammenhang zu sehen. 1962 traten in London Genforscher vor die Öffentlichkeit der Welt, die Wegbereiter wurden für die von den meisten der heutigen Zeitgenossen noch kaum wahrgenommene Gender-Revolution. Was uns heute im Programm der Gender-Ideologen entgegentritt, wurde damals durch hochdotierte Wissenschaftler als biologische Zukunft des Menschen vor einer größtenteils unvorbereiteten Menschheit ausgebreitet. Mit dem als CIPA Foundation Conference bekannt gewordenen Symposion von 27 führenden Forschern der Biologie und Genetik, darunter auch Nobelpreisträgern, wurde eine Tür aufgestoßen, die den Blick in die Laboratorien der Menschenzüchter freigab. Wir werden sehen, dass das scheinbar in Vergessenheit geratene CIPA-Symposion eine gespenstische Omnipräsenz besitzt.
Die im Verlauf dieser Versammlung offenbarten Forschungsergebnisse brachten in erschreckender Deutlichkeit das Ausmaß des zum Gegenstand von Experimenten entwürdigten Menschen an den Tag. Im Licht einer neuen Biologie sprach der Nobelpreisträger für Medizin Joshua Lederberg von der wissenschaftlichen Beschreibung des Menschen, der lediglich aus einer 180 cm langen bestimmten molekularen Folge von Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphoratomen bestünde. Das ist alles, was die wissenschaftliche Beschreibung hergibt. Was bei der Anwendung eines solchen Menschenbildes geschieht, zeigt der in Fachkreisen hoch angesehene Molekularbiologe Haldane. Er will durch Pfropfen von Genen Menschen ohne Beine züchten, die als Mannschaft in einem Raumschiff besser geeignet wären, und zwar mit Hilfe eines Medikaments ähnlich dem Thalidomid, das aber nur auf die Beine und nicht auf die Arme wirken soll. Sie erinnern sich vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren. Das Thalidomid ist bekanntlich jenes Beruhigungsmittel, das von werdenden Müttern eingenommen zur Geburt von Kindern ohne Arme und Beine geführt hat, die sogenannten Contergan-Kinder. Haldane, diese Wissenschaftler, haben darüber beraten, wie man das eigentlich planmäßig durchführen könnte. Mit entmenschlichter Sachlichkeit werden hier auf höchster Ebene Forschungsergebnisse präsentiert und Visionen gehandelt, die dazu geeignet sind, einem das Gruseln zu lehren. Ein zentrales Anliegen der anwesenden Wissenschaftler kam in den verschiedenen Vorträgen und Diskussionsforen immer wieder zur Sprache. Und das war die Aufhebung der letzten intakt gebliebenen Institutionen Ehe und Familie. Zwei Wortführer, die maßgebend die Diskussionen dieses Symposiums bestimmten und entscheidend dazu beigetragen haben, die eugenische und genetische Forschung voranzutreiben, sollen hier genannt werden: Hermann Müller und Sir Julian Huxley. Hermann Müller war Leiter des Instituts für Genetik in Moskau in den Jahren 1933 bis 1937 und Nobelpreisträger 1946 für Physiologie und Medizin. Hermann Müller hat schon 1927 auf einem internationalen Genetikerkongress davon gesprochen, einen neuen Menschen zu schaffen und dadurch den Schöpfungsakt gewissermaßen an sich zu reißen oder ihn schließlich sogar noch zu übertreffen. Die künstliche Menscherschaffung als die Ultima Utopia der Wissenschaft versteigt sich in den Wahn, den Menschen gentechnisch fit zu machen für die weitere technologische Entwicklung. Dies erst gibt die Gewähr einer Weiterentwicklung zur Weltbeherrschung. Er, Müller, gebe somit der Genetik den Auftrag, den Menschen so radikal umzuformen, dass im Prinzip die Herstellung eines künstlichen Menschen damit gegeben ist. Die Mittel, die dabei angewendet werden sollen, sind heute keine Utopien mehr. Müller verlangt nicht mehr und nicht weniger als die Aufhebung von Ehe und Familie, und zwar indem er sie ihres Sinnes beraubt, der Zeugung und der Aufzucht der Nachkommenschaft. Damit ist die künstliche Zeugung durch In-vitro-Fertilisation angesprochen, die Befruchtung also im Reagenzglas. Sie ist heute zur Routine geworden. Als Kurzformel könnte man zu dieser Art der Befruchtung sagen: geschaffen, nicht gezeugt. Denn die natürliche Zeugung wird ja umgangen. Aber es ist auch die Übernahme der Kinder durch den Staat angesprochen. Die heutige Sozialstaatsideologie greift mit ihren immer härter werdenden Methoden in die natürlichen Rechte der Eltern und Kinder. Ich werde darauf zurückkommen. Die wissenschaftliche Entwicklung, durch die der Mensch seine Evolution in die eigene Hand nehmen soll, muss nach Müller stufenweise vorangetrieben werden. Von der Geburtenkontrolle über die Transplantation und Geschlechtsbestimmung des Eies zur totalen Kontrolle der Kindproduktion. Das ist ein Begriff, der immer wieder auftauchte. Etwas sehr Entscheidendes wurde auch noch diskutiert. Das war die Abtrennung der Zeugung vom Liebesleben.
Das wird heute vor allem durch die Sexualerziehung an der Schule vorangetrieben. Dort wird, abgesehen von Ausnahmen, lediglich die Technik des sexuellen Aktes gelehrt, mit oft drastischem Anschauungsmaterial und verheerenden Folgen für die weitere Entwicklung der Kinder. Die Ausschaltung und Zerstörung der Familie führt nach Müller über die Welteinheit aller Kulturen, Völker und Rassen. Wir hören daraus schon den Plan zur Schaffung der einen Weltregierung, der einen Weltordnung. Wenn der Mensch, so Müller, seine Evolution erst selber manipuliert, werden die höchsten Geister der Menschheit eine exakte Genetik entwickeln und damit ein gottgleiches Wesen erschaffen. Nun, das ist die alte Idee des Übermenschen, von Prometheus über Nietzsche zu Hitler bis zur biologischen Utopie einer Züchtung des Übermenschen durch Kontrolle und Lenkung der menschlichen Evolution und damit der Mensch dieses schwächste Glied, diese Fehlkonstruktion dem Atomzeitalter besser gewachsen sei und vor allem, auf dass wir gottähnlicher werden. In den verschiedenen Vorträgen und Diskussionsforen des Cyber-Symposions wurde diese Hybris fast von allen Rednern immer wieder hervorgehoben. Gottähnlicher werden. Der Wahn der Naturwissenschaftler, Gott auszuschließen, um selbst an seine Stelle treten zu können. In voller Überzeugung konnte daher der Nobelpreisträger für Medizin 1978, Werner Arber, in einer Presseinformation erklären: Schließlich stellt sich die Frage, ob der Mensch genetisches Material verschiedenen Ursprungs nach seinem Belieben miteinander verknüpfen darf. Können dabei nicht vollkommen neue, bisher unbekannte Lebewesen entstehen? Der Forscher übernehme dabei die Rolle Gottes in der Schöpfungsgeschichte. Zitat Ende. Der zweite, nicht weniger bedeutende Wortführer der biologischen Revolution des Cyber-Symposions war Sir Julian Huxley. Er war der erste Generalsekretär der UNESCO, Vizepräsident der Gesellschaft für die Reform der Abtreibung und Bruder von Aldous Huxley, der durch seinen Welterfolg Schöne neue Welt bekannt geworden ist. Übrigens kann man sagen, dass Aldous Huxley wusste, worüber er geschrieben hat. Denn er kannte die Forschungsarbeiten seines Bruders. Ich würde empfehlen, dieses Buch doch einmal zu lesen oder wieder zu lesen. Sie werden mit Erstaunen oder vielmehr mit Entsetzen feststellen, wie sehr wir schon in die schöne neue Welt eingetreten sind. Nun, Sir Julian Huxley verwirft mit seinem evolutiven Humanismus generell jede wertebindenden objektiven Wahrheiten und propagiert eine Gentechnik, die die alten Werte zerstören soll. Darwin oder Gott, so seine Parole, denn die Welt und das menschliche Hirn habe nicht Platz genug für beide. Wir müssen uns von der irrigen Annahme entfernen, zu glauben, dass es so etwas wie Wahrheit oder Tugend gibt. Zitat Ende. Für Huxley ist alles relativ, nichts ist gewiss. Alles kann nach Gutdünken neu gedacht und auch gemacht werden. Auch Mann und Frau können umgedacht werden. Durch die Autorität der in der Gesellschaft immer noch hochgeachteten und tonangebenden Naturwissenschaftler erhielt der Relativismus, der heute das philosophische und theologische Denken beherrscht, eine wissenschaftliche Absegnung. Wenn etwas als wissenschaftlich erforscht deklariert wird, dann muss es nach der Meinung der meisten Menschen auch richtig sein. Ob es auch wahr und gut ist, wird kaum hinterfragt. Wir müssen, so Huxley, das genetische Wissen voll anwenden und neue Verfahren der menschlichen Fortpflanzung entwickeln, wie etwa orale Verhütungsmittel und Vielfachbefruchtung durch tiefgekühlten Samen ausgewählter Spender von hoher genetischer Qualität. Wer nun, so darf man sicher fragen, wird denn die Spender von hoher genetischer Qualität selektieren, wenn nicht diese selbsterwählten Götter der Wissenschaft? Jene, die den Kriterien der hohen genetischen Qualität nicht entsprechen,
werden eliminiert. Denn es geht letztlich um die Reduzierung der Weltbevölkerung. Und die Mittel dazu sind Abtreibung und Förderung der Homosexualität. In Bezug auf dieses Symposium in London kann man sagen, dass es die Einleitung war für einen Forschungsprozess, dem sich verblendete Wissenschaftler ohne Rücksicht und ohne Bedenken auf die sozialen, biologischen und politischen Auswirkungen verschrieben haben. Es ging ihnen dabei nicht um das Wohl des Menschen, sondern um die schrittweise Verbesserung des genetischen Fundaments im Dienst einer Neukonstruktion. Im Rahmen dieser Neukonstruktion soll den Menschen klargemacht werden, dass Zeugung und Aufzucht der Kinder keine Privatangelegenheit ist. Denn die Frage sei doch letzten Endes, ob die Menschen überhaupt das Recht haben, Kinder zu bekommen. Ein für unsere Zeit folgenreiches Traktandum war in London die Eliminierung der Benachteiligung der Frauen durch Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit, also die Tatsache, dass es Mann und Frau gibt. Damals schon, also 1962, wurde unter den Wissenschaftlern die Möglichkeit der Schaffung des neuen Gender-Menschen ins Auge gefasst. Mit der Abschaffung der Zweigeschlechtlichkeit sollte das neue Menschenbild Gender erschaffen werden, das, wie schon gesagt, jede sexuelle Orientierung als gleichwertig betrachtet. Um die genetischen Planziele verwirklichen zu können, so die Forderung der Naturwissenschaftler des CIBA-Symposions, müssen sie in die Politik eingebracht werden. Biologen sollten stärker als Berater von Regierungen eingesetzt werden und ein größeres Mitspracherecht erhalten. Dass dies heute ebenfalls schon Realität geworden ist, beklagt der 2003 verstorbene Biochemiker von internationalem Rang, Erwin Chargaff. Die Commis-Voyageurs der Wissenschaft, so schreibt er, wollen sich die Rechte ihrer Forschungsergebnisse sichern. Sie beraten Regierungen und flüstern ihnen zu, welche Förderprogramme aufzulegen und welche Gesetze abzuschaffen sind. Sie sind Unternehmer und Lobbyisten in eigener Sache. Statt um pure Erkenntnis ringen sie heute vornehmlich um den größtmöglichen Profit. Und die Genmanipulationen sind wahrscheinlich das größte Geschäft zurzeit. Empfehlung wäre, Genaktien zu kaufen. Die stürzen nicht ab. Die Bewegung, die der Gender-Diskussion letztlich den Weg geebnet hat, wenn auch für die meisten Menschen unbewusst, war der Feminismus, vor allem der radikale oder Genderfeminismus in Verbindung mit der Bewegung von New Age, hat in den letzten Jahrzehnten die Umformung oder besser die Umerziehung der öffentlichen Meinung vorangetrieben, als eine die Gesellschaft verändernde Bewegung auf der Grundlage eines New Age-Menschenbildes, das die Vorbereitung war zum Gender-Menschen. Es ging und geht dem Feminismus keineswegs um die Beseitigung von Ungerechtigkeit der Frau gegenüber, zum Beispiel im Berufsleben. Im Gegenteil, die Forderung nach Gleichberechtigung ist den Genderfeministinnen ein Dorn im Auge. Denn wofür die Gleichberechtigung gekämpft wird, verlieren sie ihr eigentliches Ziel: die weibliche Macht in sämtlichen Bereichen der Gesellschaft zur Geltung zu bringen, unter Ausschaltung der Männer. Ganz bewusst unter Ausschaltung der Männer. Gender Mainstreaming ist exakt das Kontrollinstrument zur Aufhebung der Männerdominanz. Familie, Mutterschaft und Schwangerschaft werden von den radikalen Feministinnen als Diskriminierung der Frau angesehen. Die Schwangerschaft sei barbarisch, als gesund könne man sie auch nicht bezeichnen, behauptet eine der führenden Vertreterinnen des radikalen Feminismus, Shulamit Firestone. Es war dann auch die feministische Bewegung, die sich von Anfang an einig war im Kampf um die Freigabe der Abtreibung. Millionen Ungeborener wurden in den letzten Jahrzehnten abgetrieben. Wir sterben aus. Die westlichen Länder leiden unter der sogenannten demografischen Katastrophe. Und noch immer hat kein Umdenken stattgefunden. Auf der einen Seite wird für die Abtreibung gekämpft. Auf der anderen Seite will man die künstliche Fortpflanzung in Anspruch nehmen. Wie dekadent muss eine Gesellschaft sein,
die diese offensichtliche Schizophrenie einfach nicht wahrhaben will. Es geht auch hier den Genderfeministinnen unverblümt um die Zerstörung der Familie, um die Zerstörung des Männlichen und Weiblichen, denn, Zitat, das Ende der biologischen Familie, so heißt es in einem Forschungs- und Studienprogramm, wird auch dem Bedürfnis für sexuelle Unterdrückung ein Ende bereiten. Es wird angestrebt, dass außereheliche, homosexuelle, lesbische Lebensweisen gesetzlich verankert und nicht lediglich toleriert werden. Die feministische Gleichheit bedeutet nicht nur Gleichheit vor dem Gesetz oder Gleichheit in der Befriedigung von Grundbedürfnissen, sondern dass Frauen keine Kinder austragen müssen. Die Zerstörung der biologischen Familie erlaubt das Emporkommen neuer Frauen und neuer Männer, die sich von allen bisher existenten Menschen unterscheiden. Zitat Ende. Die in London als Spiel der Möglichkeiten angesteuerte künstliche Befruchtung hat im heutigen Wissenschaftsbetrieb konkrete Formen angenommen. Hier ein Beispiel. Nach einem Bericht in der britischen Tageszeitung Times aus dem Jahre 2003 hat ein lesbisches Paar bei einem Unternehmen, das auf der Website mannotincluded.com, also Mann nicht inbegriffen, abgerufen werden konnte, unter Angabe der Hautfarbe, Größe und Haarfarbe, beruflichen Qualifikationen und Hobbys, das Sperma eines anonymen Spenders bestellt, der, Zitat, sehr gesund war, braune Haare und blaue Augen hatte. Das Sperma wurde per Post frei Haus geliefert. Die künstliche Befruchtung konnte das Paar somit selbst vornehmen. Das ist wie bei den Kühen, die werden ja auch schon jahrzehntelang so auf diese Art und Weise befruchtet. 1965, also 3 Jahre nach dem Londoner Symposium, entwickelte John Money, Psychiater am John Hopkins Krankenhaus in Baltimore, USA, seine eigene Gottähnlichkeit und nahm auf seine Art sich konkret der biologischen Zukunft des Menschen an. Sexualität, so könnte man sagen, war sein Arbeitsgebiet und sein Spezialfach das Krankheitsbild von Trans- und Intersexuellen. Daraus entwickelte er die Theorie, dass ein Mädchen erfolgreich zu einem Mann und ein Junge ebenso erfolgreich, im Sinne Simone de Beauvoirs, zu einer Frau erzogen werden könne. In einem aufsehenerregenden Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. September 2006 berichtete nun Volker Zastrow von einem Experiment Mannis mit den eineigen Zwillingsbrüdern Bruce und Brian Reimer aus Kanada. Bei der Beschneidung mit einem elektrischen Instrument durch den Arzt wurde der Penis des einen Zwillings so schwer verbrannt, dass das Glied sich schwärzte und bald vollständig abfiel. Die verzweifelten Eltern hofften mit einer operativen Geschlechtsumwandlung, die ihnen von Money vorgeschlagen wurde, ihrem Sohn ein einigermaßen normales Leben bieten zu können. Im Fall dieses Knaben Bruce glaubte nun der Psychiater Money, seine Theorie erhärten zu können, dass man aus Männern ohne weiteres, fast möchte ich sagen, Frauen basteln könne. Es ging ihm letztlich darum, den wissenschaftlichen Beweis zu erbringen, dass die Geschlechtsidentität durch Erziehung entsteht und mit der biologischen Geschlechtlichkeit nichts zu tun habe. Ihm persönlich galt Heterosexualität als Zwangssystem, als Ideologie. Die Eltern der Zwillinge konnten nun von Money dazu überredet werden, den inzwischen 22 Monate alten Bruce einer operativen Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Er hieß von nun an Brenda und war auf Anordnung des Psychiaters strikt als Mädchen zu erziehen. Die an ihm ausgeführte Operation sollte ihm verschwiegen werden. Es war also vorgesehen, dass man ihn ein Leben lang belügen sollte. Dass so ein Vorgehen nur schief gehen kann, liegt auf der Hand. Der in ein Mädchen verwandelte Junge verhielt sich je länger, je mehr seinem angeborenen Geschlecht entsprechend. Er wollte mit seinem Bruder raufen, mit Autos und Waffen spielen, anstatt mit Puppen und vor allem sich der Mädchenkleider entledigen, die ihm aufgezwungen wurden.
Mit beginnender Pubertät meldete sich dann auch der Mann in diesem umgestalteten Jungen und er interessierte sich für Mädchen. Da halfen weder die operative Geschlechtsumwandlung noch die Hormone, die diese bedauernswerte Kreatur schlucken musste. Der Psychiater Manny hingegen, nun hören Sie gut zu, diagnostizierte jedoch sein Verhalten als lesbische Veranlagung. Also die Perversion ist hier einfach auf die Spitze getrieben. Als man ihm endlich die Wahrheit eröffnete, wollte er von da an nur noch als Junge leben. Statt weiblicher Hormone nahm er nun männliche, ließ sich wieder, soweit das überhaupt möglich war, umoperieren und heiratete sogar. 26 Jahre lebte er so dann als Mann. Doch im Frühjahr 2004 erschoss er sich mit einer Schrotflinte. Sein Zwillingsbruder Brian hatte sich schon ein Jahr zuvor mit Tabletten das Leben genommen. Der Psychiater Manny jedoch hat in all den Jahren, in denen er diesen unglücklichen Jungen behandelt hatte, seine angeblich wissenschaftlichen Erfolge einer operativen Geschlechtsumwandlung an einem Kind, das eindeutig männliche Geschlechtsmerkmale aufgewiesen hat, in populärwissenschaftlichen Lehrbüchern und Publikationen veröffentlicht. Auch in der Presse wurde sein Fall aufgenommen und als Beweis für die Gender-Theorie herangezogen. In der New York Times Book Review konnte man lesen, Zitat, wenn man einem Jungen sagt, er sei ein Mädchen, und wenn man ihn als Mädchen erzieht, dann wird er sich weiblich verhalten. Zitat Ende. Durch diese Pionierarbeit Mannis hat aber die Gender-Theorie 1993 in die weltweite Frauenpolitik und in die bürokratische Alltagssprache der EU-Länder Eingang gefunden. Das war das Tor zur EU und zur Politik. Und die Wissenschaftsgläubigkeit der Medienleute und ihrer Konsumenten haben ein Übriges getan, das die Erbmasse Mensch zum Gegenstand einer bejubelnden Manipulation werden konnte. Die Szenarien, die sich die Gen- und Geningenieure in ihren Laboratorien erbastelt haben und immer noch erbasteln, haben tatsächlich das für den Durchschnittsmenschen vorstellbare Maß längst überschritten. Jede Ideologie will sich mit dem Mantel der Wissenschaftlichkeit schmücken, so auch der Genderismus. Die meisten Universitäten weltweit unterhalten Institute für Gender Studies, wo Modelle entwickelt und gelehrt werden, in denen die ganze Gender-Agenda, inklusive die Möglichkeit zwischen 5 verschiedenen Geschlechtern zu unterscheiden, statt biologisch 2, Gegenstand des Studiums ist. In der Schweiz werden an allen Universitäten und Hochschulen, auch im benachbarten St. Gallen, ja, werden da Gender Studies Institutes unterrichtet und unterhalten, ja. An einigen Universitäten ist es sogar möglich geworden, einen Abschluss in Gender als Hauptfach zu erlangen. Die Tatsache, dass das Gender-Prinzip vor allem auf der intellektuellen Ebene abgehandelt wird, macht es für den Mann auf der Straße so schwer zu erkennen, wo die Gefahr liegt. Doch die unmittelbaren Folgen einer universitären Ausbildung, die die Zerstörung moralisch-ethischer Werte zum Inhalt hat, bekommen wir alle zu spüren. Von dem, was man heute an den Universitäten denkt, hängt ab, was morgen auf den Plätzen und Straßen gelebt wird, schreibt der Philosoph José Ortega y Gasset. Oder, so kann man hinzufügen, von dem, was in die politischen Programme aufgenommen wird, und das ist nicht wenig. Seit 1996 ist Gender Mainstreaming als Strategie zur Durchsetzung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern in allen EU-Staaten verbindlich. Haben wir das gewusst? Nein. Es beinhaltet für alle politisch-administrativsysteme die Verpflichtung, ihre eigenen Programme, Entscheidungen und Regelungen daraufhin zu prüfen, ob sie etwa indirekt ein Geschlecht benachteiligen. Gender Mainstreaming ist ein politisches Konzept, mit dem in der Berufsarbeit systematisch geschlechtsbezogene Benachteiligungen aufgespürt werden können.
Auch kirchliche Kreise haben sich diesem Diktat angeschlossen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wurde in Deutschland verpflichtend. Darin wird darauf hingewiesen, dass folgende Benachteiligungsmerkmale beachtet werden müssen. Die Rasse, die ethnische Herkunft, das Geschlecht, die Religion oder Weltanschauung, eine Behinderung, das Alter, die sexuelle Identität, die wir gehört haben, je nach Bedarf sich ändern kann. Um einen vorschriftsmäßigen Verlauf zu sichern, wurde eine Beschwerdestelle eingerichtet, an die man sich wenden kann, wenn einige der Kriterien nicht gendergerecht eingehalten werden. Man kann sich unschwer ausdenken, zu welch einem Arbeitsklima ein solches Gleichbehandlungsgesetz führen wird. Intrigen und das sogenannte Mobbing sind gewissermaßen im Arbeitsvertrag mit inbegriffen. Dass im Arbeitsverhältnis Ungerechtigkeit vorkommen können, das will ja niemand leugnen. Diese aber durch Vorschriften und Gesetze bis ins Detail regeln zu wollen, hat totalitäre Züge. Wie weit die Diktatur des Genderismus schon gediehen ist, zeigt ein Blick auf den Entschließungsantrag des Europäischen Parlaments vom 11. Januar 2006. Dort wird Homophobie, also die irrationale Furcht vor und Aversion gegen Homosexualität und schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Menschen, gleichgestellt mit Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus. Also wenn Sie etwas gegen Homosexualität sagen, dann können Sie bestraft werden. Dann können Sie strafrechtlich verfolgt werden. Die deutsche CDU-Familienministerin von der Leyen übernahm diese in der Tendenz totalitäre Ideologie einer sowohl geistigen als auch politischen Geschlechtsumwandlung. Auf ihrer Website konnte man lesen, dass Geschlechtsrollen im Gegensatz zum biologischen Geschlecht nur erlernt seien. Wundern wir uns da noch, wenn die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die dem Familienministerium untersteht, einen Ratgeber für Eltern zur kindlichen Sexualerziehung vom 1. bis zum 3. und vom 4. bis zum 6. Lebensjahr herausbrachte, der 100.000-fach kostenlos verteilt wurde, mit Steuergeldern, versteht sich, und in dem die Eltern, Großeltern oder jene, denen die Pflege der Kinder gerade anvertraut wurden, zur sexuellen Stimulation ihrer Kleinkinder aufgefordert werden. Dank dem Mut der deutschen Wochenzeitung Junge Freiheit, einen Artikel der ebenso mutigen Gabriele Kubi abzudrucken, die diesen widerwärtigen Ratgeber entlarvte, wurde die Öffentlichkeit auf diesen Skandal aufmerksam. Und Frau von der Leyen musste die Broschüre zurückziehen. Aber als Konsequenz wird Frau Kubi von manchen Stellen, darunter auch kirchliche Gemeinden und Bildungshäuser und vor allen Dingen den Medien, als rassistisch diffamiert und ausgegrenzt. Sind wir immer noch der Meinung, in einer Demokratie zu leben? Bei dieser Gelegenheit möchte ich auf das kleine blaue Buch von Gabriele Kubi aufmerksam machen. Es nennt sich Verstaatlichung der Erziehung. Ebenso möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Vortrag es auf CD gibt. Das ist das Büchlein von Gabriele Kubi und das ist die CD des Vortrags, den ich gerade halte. Beides ist erhältlich dort hinten am Büchertisch. Sie wissen, dass auch hier in der Schweiz die staatliche Familienpolitik nach den Kindern greift. In allen Kantonen der Schweiz soll HARMOS eingeführt werden. HARMOS klingt gut, ja? Ausgeschrieben heißt das Harmonisierung der Volksschule. Was soll man gegen eine Harmonisierung der Volksschule denn schon haben? Es ist festzustellen, dass oft schönfärberische Formulierungen gebraucht werden für negative Vorgänge. Zum Beispiel gibt es eine Neuumschreibung für Abtreibung. Seit einiger Zeit wird Abtreibung als reproduktive Gesundheit bezeichnet. Ja. Reproduktive Gesundheit für Abtreibung.
Was nun bedeutet Harmos? Es ist die Bevormundung aller Eltern durch Schulzwang für alle Kinder. In der Schweiz gibt es bis heute noch die große Freiheit, die Kinder zu Hause unterrichten zu können. Immer mehr Eltern greifen nach dieser Alternative. Und dies soll nun ganz harmonisch per Gesetz verboten werden. Mittels des neuen Volksschulgesetzes im Kanton Zürich soll die Schulalternative Bildung zu Hause definitiv in der ganzen Schweiz abgeschafft werden, unter dem Vorwand des Kindeswohls. In Deutschland ist das bereits geschehen. Dort werden Eltern, die ihre Kinder vor der entwürdigenden Sexualerziehung schützen wollen und zu Hause unterrichten wollen, werden die Eltern mit Gefängnis bestraft. Einige haben auch schon absitzen müssen. Dass auch in der Schweiz gegen das traditionelle Familienkonzept gearbeitet wird, kann folgendes Beispiel belegen. Schon vor 25 Jahren stand in einem Erstleseheftchen für ABC-Schützen, dass die Kinder den Weisungen der Mutter widersprechen, davonlaufen, lügen, Eltern als langweilig empfinden, Wertmaßstäbe verachten und sich mit Homosexuellen einlassen sollen. Die Serie dieses Leseheftchens wurde seit 1976 im Lehrmittelverlag Zürich aufgelegt und wird weiterhin vertrieben und in Schulen verwendet. Es ist sicher keine Übertreibung, wenn ich sage, dass wir heute schon im Gesamten gesehen in eine neue Weltordnung eingetreten sind, und zwar in die neue Weltordnung der Sexualität. Ich darf Sie auf das Schweizer Elternforum hinweisen, dass mit einer Broschüre, mit zwei Broschüren Familie im Griff, ja, und einer anderen Lehrmittelanalyse Lesebücher für das erste und zweite Schuljahr hinten am Büchertisch diese Broschüren anbietet. Es informiert auch besonders über Harmos, über die Bevormundung der Eltern zur Schwächung der Familie. Nun, mit dem am 1.5.1999 in Kraft getretenen Amsterdamer Vertrag wurde Gender Mainstreaming, ohne dass sich wirksam Widerstand gezeigt hätte, wieso denn, wir haben es ja gar nicht gewusst, ja, als neue politische Strategie verbindlich für alle europäischen Mitgliedsländer freigelegt und festgelegt. Gender Mainstreaming gilt als Instrument zur Durchsetzung von Geschlechtergerechtigkeit in Gewerkschaften, Kirchen, in Parteien und Regierungen, was bedeutet, dass immer mehr Frauen die Positionen von Männern einzunehmen haben. Ziel der Gender-Ideologen ist eine klassenlose Gesellschaft, die sich vor allem von der grundlegendsten Klasse, die es gibt, befreit, von der Klasse des Geschlechts. Daher eine 50-zu-50 Quotenregelung für Männer und Frauen für sämtliche Arbeits- und Lebensbereiche. Manche sprechen sogar von 70-zu-30, also 70% Frauen und 30% Männer. Und man beginnt sich langsam zu fragen, wozu die Männer überhaupt noch taugen. Ja. Etwas ist sicher und wird auch festgelegt. Die Frauen sollen 50% aller Arbeitsplätze bis hin zu den höchsten Ämtern einnehmen. Ja, was ist mit den Männern? Keine Angst, meine Herren. Auch sie sollen natürlich nicht ganz leer ausgehen. Auch sie erhalten ihren Platz in der Gesellschaft. Für sie ist vorgesehen, 50% der Säuglings- und Kinderpflege zu übernehmen. Na, ist das nichts? Dass der Mann der Frau hilft zu Hause, ist ja überhaupt keine Frage. Aber hier soll das gesetzlich vorgeschrieben werden. Und keiner fragt, ob Mann und Frau gerade geeignet ist, diese Position überhaupt einzunehmen. Damit soll natürlich auch nicht gesagt werden, dass Frauen nicht gute Arbeit leisten können an verantwortungsvollen Posten. Darum geht es ja gar nicht. Es ist der Zwang der Quotenregelung, um jeden Preis. Und zwar in der gesamten Gesellschaft. Am Ende, so heißt es in einem politischen Programm der SPD, am Ende soll das stehen, was die SPD einmal formuliert hat. Da hieß es,
Wer die menschliche Gesellschaft will, also wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden. Lassen wir uns das einfach so gefallen? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Pläne der Gender-Ideologen aus uralten Programmen stammen und keineswegs neu sind. Denn nach den Vorstellungen von Lenin und Engels sah das sozialistische Programm vor, die Privathaushalte möglichst aufzulösen, die Frauen zur Arbeit zu zwingen, ja, und die Kinder in Heimstätten unterzubringen. Es sieht tatsächlich danach aus, als ob wir die in der ehemaligen Sowjetunion durchgezogenen Praktiken mit Eifer nachholen würden. Was geschieht, wenn Kinder der Fremdbetreuung übergeben werden, erfahren wir aus dem vielgepriesenen Wohlfahrtsstaat Schweden. Das Resultat der Verstaatlichung der Erziehung in Schweden ist Gewalt in den Schulen, in der Öffentlichkeit. Und bekannt ist auch, dass jährlich sich Kinder das Leben nehmen. Manche sind oft nicht älter als 5, 6 Jahre alt. Übrigens ist heute der Begriff Familie aus den Gesetzesbüchern gestrichen. Er wurde durch Haushalte ersetzt. Das bedeutet, dass das Zusammenleben von Lesben und Homosexuellen, die Kinder adoptieren, als Haushalt bezeichnet werden kann. Und in England hat die Regierung erst vor kurzem beschlossen, dass Kindergärtnerinnen gegenüber den Kindern nur noch von Eltern und nicht mehr von Vater und Mutter reden sollen, damit homosexuelle Paare nicht diskriminiert werden. Und in Spanien verordnete die sozialistische Regierung, dass die Wörter Mutter und Vater in den Büchern der Zivilstandesämter durch die Überschriften Erzeuger A und Erzeuger B ersetzt werden müssen. Ein Wort noch dazu, es geht nicht dazu, die Familien anzuprangern, die in Nöte geraten, wenn beide Eltern arbeiten müssen, weil das Gehalt des einen nicht genügt, um die Familie zu ernähren. Auch nicht um zerrüttete Familien, wo Vernachlässigung und Gewalt gegen Kinder vorkommen, sondern es geht um die sukzessive Übernahme der Kinder durch den Staat per Gesetz. Die Schaffung des neuen Menschen durch Gender Mainstreaming ist der vorläufig letzte Angriff auf Ehe und Familie, auf unsere aus dem jüdisch-christlichen Glauben hervorgegangene Kultur. Es ist eine substanzielle Entwürdigung des Geschöpfes und des Schöpfers, eine folgenschwere Missachtung der gottgegebenen Ordnung. Zum Schluss möchte ich Ihnen die gesellschaftlichen und politischen Ziele von Gender kurz zusammenfassen. Erstens. Es geht zunächst einmal darum, die Weltbevölkerung drastisch zu senken, also weniger Menschen, mehr sexuelle Vergnügungen. Abschaffung der Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Für die rechtliche Bestimmung des Geschlechts der Menschen dürfen nicht mehr die äußeren Geschlechtsmerkmale ausschlaggebend sein, sondern nur noch das subjektive Empfinden des Menschen. Zweitens, Abschaffung der Vollzeitmütter. Drittens, freien Zugang zu Verhütung für alle, auch für Jugendliche. Viertens, Abtreibung soll Menschenrecht werden. Fünftens, die Forderung homosexuellen Verhaltens, was ganz entschieden zur Reduzierung der Weltbevölkerung beiträgt. Sechstens, Sexualkundeunterricht für Kinder und Jugendliche, der zu sexuellem Experimentieren ermutigt. Darüber hinaus Abschaffung der Rechte der Eltern und ihrer Kinder. Siebtens, eine 50-50 Männer-Frauen-Quotenregelung für alle Arbeits- und Lebensbereiche. Unterschiedliche Begabungen müssen als Geschlechterstereotype gebrandmarkt werden. Achtens, alle Frauen müssen zu möglichst allen Zeiten einer Erwerbsarbeit nachgehen, ist gar nicht mehr freiwillig, ob man das will oder nicht. Neuntens, Religionen, die diese Ideen nicht mittragen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Nun, ich glaube, es ist eine der perfidesten Methoden, einen Menschen mundtot zu machen. Das ist, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben.
Wenige halten diesem Druck stand. Man schweigt dann lieber. Jene, die das Gelächter der Welt besser verkraften können, erfahren dann massive Bedrohungen. Sie werden als Fundamentalisten oder Taliban, als Sektierer und Rassisten diffamiert, ausgegrenzt oder sogar strafrechtlich verfolgt. Das ist so im Gesamten gesehen die Gender-Perspektive, gewissermaßen in Kurzform. Ich habe Ihnen in der vergangenen Stunde ein Szenarium vorgelegt, das bedrückender nicht sein kann. Der gesunde Menschenverstand sagt, das sind Hirngespinste. Und für jemand, der sich mit diesem Thema noch nicht beschäftigt hat, ist dies völlig unglaubhaft. Doch ich kann Ihnen versichern, was ich Ihnen berichtet habe, sind Tatsachen. Und glauben Sie nicht, dass diese Szenarien an der Grenze der Schweiz Halt machen. Wir alle leben schon mittendrin in diesem laufenden Programm, das uns aber keinesfalls lähmen sollte. Sie alle sind hier, weil Sie mit wachen Augen die Geschehnisse in unserer Gesellschaft verfolgen wollen. Ich kann Sie nur bitten, sich einzumischen. Die Schweiz hat nach wie vor eine große Aufgabe im politischen Orchester der Weltbühne, nicht nur im Bereich der Banken. Ich darf daran erinnern, auf welcher Grundlage die Eidgenossenschaft aufgebaut wurde. Die 5 Staatsgrundsätze, die immer noch Gültigkeit haben und in der Bundesverfassung verankert sind, wurden vom Bruder Klaus, dem Einsiedler aus dem Ranft, grundgelegt. Und die heißen: Seid frei, seid einig, seid unabhängig, seid wehrhaft und last but not least, seid christlich. Ich überlasse es Ihrem Empfinden und Ermessen zu entscheiden, wie viel von diesen Staatsgrundsätzen noch übrig geblieben sind. In seiner Botschaft an die wohledlen Herren zu Luzern zum Heile des Vaterlandes schrieb Bruder Klaus: Verkauft euer Vaterland nicht um Geld und Geschenke und hütet euch vor eigenem unredlichen Nutzen. Seid beständig im Glauben, beschirmet euer Vaterland und bleibet dabei. Nun, was immer die Zukunft auch bringen mag, es wäre nicht nur für die Schweiz, sondern für das Gesicht Europas von großem Nutzen, wenn der Rat des heiligen Bruder Klaus heute gehört würde. Wenden Sie sich an die Politiker, an die politischen Parteien, an die kirchlichen Autoritäten, an die Bischöfe. Kümmern Sie sich intensiv darum, was mit Ihren Kindern in den Schulen, auch im Kindergarten, geschieht. Sprechen Sie mit den Lehrern, die angehalten sind, die Programme der Gender-Ideologen durchzusetzen, was ein absoluter Missbrauch der staatlichen Macht an den Kindern bedeutet. Wir leben, daran ist kein Zweifel, auch ohne den Druck der Gender-Ideologen in einer schweren Zeit. Aber, um ein Wort meines Mannes zu gebrauchen, in einer schweren Zeit ist es leicht, ein sinnvolles Leben zu führen, weil ein sinnvolles Leben immer schwer ist. In einer schweren Zeit sind die Menschen auf der Suche nach Hilfe. Und viele entdecken die alten, ewigen, jungen Wahrheiten wieder. Und sie entdecken sie ganz neu. Im Christentum hat die Wahrheit einen Namen: Jesus Christus. In diesem Sinne möchte ich meine Ausführungen mit einer Bitte beenden. Gott behüte uns. Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank, Frau Türkauf. Wow. Ja,
Wenn wir hier als Souverän nicht etwas verpasst haben, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin sehr, sehr bewegt von diesen Worten und ich sage es wieder, ich bin nur hier, um die Intuition zu fragen. Ich bin nicht hier, weil ich mit allem gleicher Meinung bin, von Grund auf. Und ich denke, die Referenten unter sich gegenseitig, die kennen sich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob unter den Referenten jemand zu dieser Mainstreaming-Sache gehört, Gender-Mainstreaming, keine Ahnung. Ich weiß nur eins, wir hören heute alle auf unser Herz. Und mich hat es ziemlich viel gelehrt heute, ziemlich viel berührt. Zumindest weiß ich, ich habe dieses Jahr das silberne Hochzeit mit meiner Frau. Zumindest weiß ich, ich muss mich jetzt beeilen, dass ich mein 12. Kind noch zeuge, ehe ich ein Straftäter bin. Ne? Gut. Ja, das habe ich jetzt, das mit dem 12. ist ernst. Ja. Von dem anderen fürchten wir uns nicht, denn wir sind jetzt dabei, als Volk, das Volk wieder zu informieren. Wir werden Wege finden, dass über der ganzen Welt rechtzeitig die Dinge so in die Wege kommen, dass Opposition entsteht und nicht durch Nichtwissen keine Opposition gefeiert wird. Ja.